Servus Leute, ja, ich bin mal wieder auf dem Weg zu einem weiß-blauen Booktuber-Treffen, diesmal in Nürnberg. Und ja, da nehme ich euch diesmal wieder mit. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, die ganzen Leute wieder zu sehen. Und ja, schauen wir mal, was heute so auf uns zukommt. Sorry, musste sein. Wisst ihr, das habt ihr jetzt ja gerade gar nicht mitgekriegt, ja? Der Martin, ja, jener hier, ruft mich gerade an und sagt, hey, sie verspäten sich, sie hatten gerade einen Unfall auf der Autobahn, so einen kleineren. Und dabei sind sie da oben, sind sie gestanden, ja, und haben zugeschaut, hey, wie sie mich verarschen. Schweine. Martin ist ein Schwein, Herr. Ja. Oh, wer willst du? Ich hab mir schon voll die Sorgen gemacht. Ja, ich denke. Guten Tag, Ernst. Ja, Wahnsinn, hey. Sieht man dich auch mal wieder. Unglaublich. Da fehlt noch einer. Mein Mann hat gesagt, du bist schuld. Er hat mir heute schon mein Geburtstagsgeschenk gegeben. Nein, gestern. Oh, what? Ja, ich bin schuldig. Ich habe ihn ein bisschen beraten. Ja, gut.
jetzt gerade so, das war gerade so lustig. Als Sonja, wir haben euch schon gesehen, alle lachen. Und Sonja hat gemeint, wir reden von dem Paraffen, die da dran ist. Bis sie euch registriert hat. Wollt mir doch verarschen. Ach, wir haben euch da so schön gesehen, wir haben gedacht. Müssen wir doch, kennst uns doch, oder? Ja. Wir haben Gerd angerufen und wir standen doch da. Ja, und meint sie hätten einen Unfall auf der Autobahn gehabt, von wegen, sie kommen ein bisschen später. Ja, das hätte der Martin nicht sagen sollen. Nicht so schlimm. Unfall tut man nicht so. Ja, ich meine, du siehst das schon. Nürnberger Altstadt, Richtung, ich glaube, Karstadt. Und ja, da lassen wir uns mal überraschen. Komm, geht's? Ich glaube, viele machen es halt andersrum und dann auf der Schalte. Wir haben ein Fifi. Wie hat man es nennt? Ich gerade sagen. Wie hat man es nennt? Fifi. Fifi, ja. Auf der Buchmesse. Ja, Fifi, Fifi, hier auf meinem Rücken. Ja, und mit seinem Rucksack aus dem Rollen. Dann immer mit seinem Fifi nachgekommen. Ja. Und jetzt war mir jemand filmen wollen. Und die Leute erklärt hat, was es mit dem Recht am eigenen Bild auf sich hat. Ja, ist so. Ja, du hast aber Schatten drin lassen im Video, oder? Nee, das habe ich tatsächlich rausgeschnitten. Warum? Ja, weil es mir zu blöd war. Ich war ja halt so nicht. Also der Spruch, wie gesagt, das Recht auf eigenes Bild und bla bla bla. Das habe ich rausgeschnitten. Aber dafür habe ich ihn drinnen gelassen. Ihn habe ich drinnen gelassen. So, rein aufs Prinzip. Ein Rudel-Booktuber, das können nur der Stand von den Mängelexemplaren sein. You know?
Sollen wir ihm was geben oder nicht? Jetzt müsste eigentlich jeder so einen Euro rausholen, wenn wir ihn schmeißen. Die Kamera hat ich hab's ja vorhin schon vorgeschlagen, wenn wir nicht am Bank gestanden sind, dass man das ein Glück gibt und bei die Sonne gegangen für einen Moment. Okay. Also, hab ich mir eigentlich auch gleich gedacht, dass er überhaupt Geld. Okay. Ich muss mir ein Buch kaufen, können Sie mir bitte spenden? Ich habe es jetzt. Ja, wir haben auch mal einen Bettler da. Uns war vorher ein Bettler. Also Geld gefragt. Er braucht Essen. Ja, Essen ist okay, aber ich habe ja auch schon Leute. Hat aber selber kein Geld. In die Richtung müssen wir ja. Wir haben ja. Hallo. So, wir schauen jetzt mal, dass wir was zu essen bekommen. Auf zum Hans im Glück. Beim Hans im Glück eingefallen. Ja. Und schauen wir mal, was wir da Gutes zum Futtern bekommen. Jetzt nach unserem Mittagessen auf den Weg zum Thalia und zum Jokers und ja, da schauen wir mal, was wir da für Bücher finden. Okay, mehr oder nicht mehr?
Dann sag mal, wer bist du? Was machst du? Wer bist du? Was machst du? Daniel vom Blutbücher. Ich kenne dich keiner mehr. Ja. Ich momentan keine Videos mache. Er macht leider zurzeit keine Videos, aber er will jetzt wieder durchstarten, habe ich gehört. Ja. Und dann gibt es wieder blutige Bücher. Ja, Thriller und alles, was richtig abgeht. Grausam, Horror. Und wenn er euch da über das Thema, über das Genre informieren wollt, dann seid ihr hier an der absolut richtigen Adresse. Das brauche ich aber mit dem anderen Weg. Wir haben mehr davon. Warum? Ich habe den am Handgelenk, ja, du flupp, ja, fliegt es den Mund, dann denkst du mir, super stick, ja, wenn schon mal das Armband schon vorne hält. Wunderbar, ich bin begeistert. Ich war kurz davor, den gleichen Glue in Afferan zu schmeißen. Haben wir das obligatorische Gruppenbild gemacht. Also gerade eben. Ich war wie immer natürlich ganz hinten, ist ja klar, aber das ist ja zwecks meiner Größe ist ja nicht normal. Ja. Alles andere. Panik, dass du kein Eis kriegst, oder? Ja. Ja.
Ich bin immer auf deinen Videos drauf, egal wo. Muss? Ja, das ist Werbung. Okay. Warte, jetzt musst du eigentlich hier hin. Nein. Warte, ich habe meine eigenen gar nicht mehr. Ich komme wahrscheinlich wieder. Ich glaube, ich gehe wieder. Nein, du bleibst da. So geht's auch. Werbung. Hallo. Begeisterung. Oh nein, so lange! Ich hab mich selbst mit der Flasche geschlagen! Oh nein! Nella, pass auf! Kaputt machen! Ich glaub. Hanna, erzähl was dazu! Ja. Erzähl was dazu! Erzähl was dazu! Los, ich hab auf dich gerichtet! Mein Buch wird im August erscheinen, ein genaues Erscheinungsdatum gibt's nicht, gibt's nicht im Tagträumer Verlag. Und es heißt Gladio, die Prophezeiung des Schwertes. Es ist ein High Fantasy Einzelband. Wow. Ja. Du darfst auch in die Kamera schauen. Ich muss, ich weiß nicht in welche. So. Wenn ihr es auf Goodreads eingebt, könnt ihr den Klappentext auch nachlesen. Das kleine Ding, das hat jetzt fast übersehen. Also ja, auf Goodreads gibt es auch den Klappentext dazu. Gratulation würde ich sagen, oder? Ja. Das habe ich ja natürlich überhaupt nicht mitgekriegt. Wenn nicht, dann ist es schon eben. Jetzt wollen wir mich nicht so gehen, oder? Ja, damit wir gerne schauen. Ja. Mario! Was? Mario! 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 Mario. Oh, cool! Oh, das ist wirklich einer, ne? Ja, klar. Der Trend ist von jedem Mal genommen. Ja, ich hab welche auf der Ja, würde bestimmt stehen. Bestimmt. Diese auch. Weißt du? Ihr wolltet mich stehen lassen. Ihr wisst, dass wenn man mich in Nürnberg alleine stehen lässt, dass ich nicht mehr alle drei gesagt, nein, die ist schon vorgegangen. Und dann dachte ich mir, okay, dann ja, wohl was sagen. Erstens machst du mir zwei Fragen. Was? Also, endlich! Was? Ich hab den Polizisten da aufgehabt. Schwimmt, hat pressiert. Und so. Und dann kommt er her. Ach Gott, der Mann kommt. Ja, schon. Oh, dann ist er. So weit sind wir noch nicht. Ja. Ey, ich hätte scheiße voll können jetzt. Aber das war jetzt echt gut, weil sonst hätte er mich wahrscheinlich noch halb voll gekämpft. Was nicht ist, gell? Ja. Super. Oh, aber der war jetzt echt, der hat voll Bubblewasser getrunken. Der hat sich jetzt voll. Der hat sich gefreut, dass es nicht dein Mann ist. Ja. Nee, das ist nein, das haben wir nicht aufgeklärt. Ja. Das war Bobbing. Hey, wenn, ja, dann will ich mich da auch drauf erinnern. So was. What happens in Vegas stays in Vegas. Ja, aber wenn ich. Das ist da wieder ein. Ja, okay. Also gut, genug Schwimmen? Nee, wir müssen jetzt mal schwimmen. Wo müssen wir jetzt hin eigentlich? Wir nach Hause, wir haben das Auto. Ihr geht heim. Ah, ihr geht jetzt heim. Achso, ja, deswegen sind wir ja kommen. Wir gehen jetzt zum Elfenwald. Ja. Ja, das ist schon wieder vergessen. Die Frau ist zerstreut, ey. Ich lasse sie nicht schleifen. So, winkt nochmal alle. Tschüss. Oh.
So, Steffi, Marin und die Bücher Nixon, Marl sind wieder fort. Ich bin traurig. Aber dafür ist meine Sonja noch da. Ohne Kamera. Dafür haben wir zwei. Warte mal. So. Ach du hast keine Kamera dabei. Nein. Ich hab's davon abgesehen, auch gar keine Kamera. Was bläst denn so? War das der Preis? Gut, so Wookie-Kostüm oder was? Creeper-Tasse, Alter, das geht ab, ey. Das wäre ja was für Steffi und Martin gewesen, ne? Schade, dass die jetzt nicht mehr dabei sind. Also, sind das auch so alte Minecraft-Zocke? Ja, natürlich, aber volle Kanne, ja. Wahnsinn, ey. Das ist einfach zwei Menschen. Nicht? Ich weiß nicht mehr. Das ist immer wieder drauf geguckt habe. Hey Leute, wir chillen hier gerade am Café Fellow. Das Booktuber-Treffen hat sich mittlerweile so ziemlich aufgelöst. Aber ja, wir sind hier noch zu fett. Volle Kanne. Fischei. Ja. Und jetzt entspannen wir hier noch ein bisschen, lassen den Tag ein bisschen ausklingen. Ziehen uns vielleicht noch so ein tolles Getränk rein. Die sind bloß zu nichts nutzen. Du merkst. Das löschen. Falls wir uns jetzt nicht mehr sehen, dann würde ich sagen, lest mal wieder was. Ciao.